Ja, dann guten Tag, liebe Kollegen. Begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des Halleschen FC bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Samstag 14 Uhr. Morgen fährt die Mannschaft los. Trainer Sreto Rustić hat Platz genommen und wartet auf eure Fragen. Bitte, kann losgehen. Ja, Herr Ristic, jetzt gab es doch einige personelle Fragezeichen, auch nach dem Duisburg-Spiel jetzt in der Trainingswoche. Können Sie mal einen Überblick geben, wie es so aussieht, ja, generell personell? Ja, es ist so, dass uns Redemann fehlen wird für zwei Spiele. Das habt ihr mitbekommen, dass Denis Tunay nicht dabei sein wird, dass Vollert jetzt krankheitsbedingt sich gestern abgemeldet hat. Und was haben wir noch? Und Bulicki eben auch verletzungsbedingt nicht auf dem Platz sein wird. Und andersrum ist Erich Berko und Jonas Nittfeld gestern erste Trainingseinheit auf dem Platz absolviert und jetzt muss ich mal sehen, wie die zurückkommen, wie die es verkraftet haben. Das ist positiv. Wie schwer war es denn dadurch in der Trainingswoche, dass man sich da doch auf einige Konstellationen vorbereiten musste? Also irgendwie jetzt nicht weiß, mit wem kann man planen, mit wem nicht. Ja, wie sehr hat es das dann erschwert, Ihre Arbeit? Ich meine, die Gesperrten und Bolicki, das war ja klar, schon nach dem Spiel wusste ich, die stehen nicht zur Verfügung. Was jetzt mit Jonas Vollert passiert, ist natürlich ja, nicht schön, dass er sich abmeldet, aber das ist nun mal so, Gesundheit geht vor und wir haben jetzt noch zwei Trainingstage und wie schwer das ist, auf sowas vorzubereiten, das ist Fußball, ist permanente Improvisation. Ich muss auf alles gefasst sein, das versuche ich auch und ja, wir hoffen, dass nichts mehr dazukommt und dann werden wir schon eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen. Jetzt bei Jonas Nietfeld und Erich Berko können Sie da nochmal genauer drauf eingehen. Also ich glaube, Jonas Nietfeld, heute mehr Zweikämpfe werden getestet, wie er da die Belastung verträgt. Also sind Sie da schon optimistisch, dass es jetzt für Samstag reichen wird? Grundsätzlich bin ich optimistisch, aber man darf nicht vergessen, dass er über 4 Wochen nicht trainiert hat mit der Mannschaft und gestern war das erste Mal mit der Mannschaft. So, auch das müssen wir ein bisschen abwägen, müssen sehen, wie der das verkraftet hat und wie der jetzt die nächsten 2 Tage verkraftet, wenn es natürlich gut läuft. Ist ja immer eine Option, das ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler für uns. Das ist seine Erfahrung, seine Präsenz, das ist das, was uns auch irgendwo fehlt. Und aber wie gesagt, wir müssen jetzt alles abwägen und dann auch eine Entscheidung treffen. Bei Also, Erich Berko ist es ähnlich. Der war jetzt auch, es war nicht so lange wie Nita, aber auch 2,5 Wochen nicht auf dem Platz. Und jetzt muss man auch sehen, wie der damit zurechtkommt und wie der die gestrige Einheit verkraftet hat. Sie sagen, da muss man abwägen, inwieweit ist man denn bereit, ins Risiko zu gehen. Es gibt ja auch, wenn er nicht ganz topfit ist, gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, ihn spielfähig zu machen, aber für die nächsten Wochen wäre es ja dann ein gewisses Risiko. Also man will ja nicht in Ja, einem Spiel alles kaputt machen. das ist so. Grundsätzlich spielen nur gesunde Leute. Und es ist aber auch so im Fußball, dass man immer mit Wehwehchen rechnen muss, dass man damit klarkommen muss und aber ab und zu mal auf die Zähne beißen muss. Das ist schon klar. Aber da ist jeder Spieler, glaube ich, professionell genug. Wir haben eine sehr, sehr gute medizinische Abteilung, die sich echt ins Zeug legt und alles Mögliche probiert. Und die werden alle zu Rate gerufen und wir werden dann eine Entscheidung treffen. Wir wollen auf gar keinen Fall ins Risiko gehen oder einen kranken Spieler oder einen verletzten Spieler auf dem Platz lassen. Die wollen sie alle messen lassen und dafür müssen sie fit sein. Jetzt waren es 4 Spiele ohne Jonas Nietfeld. Es waren 4 Unentschieden, aber auch Spiele, in denen man durchaus 3 Punkte holen hätte können. Trotzdem nochmal, Sie haben gerade so ein paar Sätze gesagt, wie sehr er gefehlt hat. Wie hat sich sein Fehlen vor allem bemerkbar gemacht? Also ja, als Persönlichkeit, aber auch so taktisch. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber was ich sagen kann, die Jungs, die eben seinen Platz eingenommen haben, die haben es richtig gut gemacht. Sie sagten es selber, wir hatten alle diese 4 Spiele auch für uns zu unseren Gunsten entscheiden können. Wir haben, glaube ich, in jedem Spiel der Reihe nach uns entwickelt, immer wieder
sind wir besser im Spiel gewesen, vor allem jetzt das letzte Heimspiel. Ich glaube, dass es dann wirklich gut war. Was halt ein bisschen fehlt, ist eben auch die Effizienz, aber auch vielleicht ein Stück Glück. Darauf wollen wir uns nicht verlassen. Wir gehen die Themen an, wir verstecken uns nicht und hoffen, dass wir auch durch Jonas, durch seine Präsenz auch nochmal ein paar Pluspunkte bekommen, auch in der Organisation. Das ist einfach wichtig, das ist seine Fähigkeit, er ist ein Leader und das ist mit Sicherheit ein Thema. Das hat uns ein Stück weit gefehlt vielleicht. Wir sind auf Kollektives dann angewiesen, so können wir auch eventuell individuell Sachen steuern und das ist schon wichtig für mich als Trainer, so ein Spiel auf dem Platz zu haben. Und Erich Berko, der jetzt auch ausgefallen ist, also mit seiner individuellen Klasse dann als Joker, kann er dann durchaus in Dortmund auch helfen? Ja, ich hoffe natürlich, dass es so kommt, dass er zumindest als Joker dabei sein kann. Und ich glaube, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass, was für Qualität er hat und besitzt. Und er ist in der Lage, auch in kürzester Zeit uns zu helfen. Und darauf setzen wir. Gegen Duisburg waren es 2 Gegentore nach Standards. Wurde das jetzt in der Trainingswoche deshalb nochmal mehr thematisiert? Oder war das sowieso auf dem Trainingsprogramm? Das ist permanent im Thema im Training. Das ist einfach Teil des Ganzen. Es ist legitim. Jeder macht das, was er am besten kann. Und viele Vereine setzen nun mal darauf, auch lange Einwürfe zu werfen und sich da rein zu hechten. Das ist so. Wir müssen damit klarkommen. Wir müssen uns mit Sicherheit in dieser Richtung verbessern. Wir müssen noch klarer, individueller das Ganze, vielleicht auch sogar persönlich das Ganze nehmen. Wir sind jetzt nicht die größte Mannschaft, mit Sicherheit nicht. Vielleicht auch nicht die Standardsmannschaft, aber ich glaube, dass wir auch in der Offensive in der Lage sind, gefährlich zu werden. Sind wir auch in der Vergangenheit, aber in der Defensive müssen wir klar noch mehr das eben persönlich nehmen und dann mit allem, was wir haben, auch mit dieser Körpergröße, die wir haben, dann eben dagegen arbeiten und verteidigen. Zum Gegner nachgefragt, auch zur Konstellation, ist jetzt stehen direkt vor dem HFC 6-Punkte-Spiel, will man da jetzt nicht immer so sagen, aber es ist natürlich schon eine brisante Konstellation. Ja, das ist für uns nichts Neues. Für mich ist es ein Gegner, der mit Sicherheit eine wahnsinnige individuelle Qualität hat. Das sind Jungs, die wenn nicht nächstes Jahr dann in ein 2-Jährchen in der Bundesliga spielen werden, viele davon, das ist einfach enorme Qualität und wenn man sich die Spiele betrachtet, dann ist das einfach schon so, dass es wahnsinnig individuell schwierig zu verteidigen ist, vor allem die Offensive, wahnsinnig viel Geschwindigkeit, eine Wucht, aber auch ein paar erfahrene Spieler in ihrem Reihen, die das Ganze lenken. Das ist so, ich analysiere nur den Gegner, das ist jetzt eine Konstellation, punktetechnisch, wir sind nicht in großem Abstand zueinander, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben gegen Tabellenersten gespielt, wir werden noch gegen Gegner, die näher an unseren Tabellenregionen sind, spielen. Wir müssen unser Spiel in die Hand nehmen, wir müssen bei uns bleiben und das ist das, was bei mir zählt. Entwickeln wir unser Spiel, werden wir gefährlicher für den Gegner und werden die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, Punkte bei uns zu lassen und das sind die Themen, die ich versuche anzugehen. Beim Gegner gingen die Ergebnisse ja in den letzten Wochen durchaus in verschiedene Richtungen. Also wie erklären Sie sich, sage ich mal, die Ausschläge bei Dortmund? Es gibt mal Spiele, da gewinnen sie gegen Teams aus der oberen Tabellenregion, dann gibt es da wieder Rückschläge. Also wie haben Sie das in der Beobachtung wahrgenommen? Wie ich es vorher gesagt habe, das ist eine wahnsinnige individuelle Qualität und wenn Sie in die Situation kommen, wo Sie das zur Geltung bringen können, dann tun Sie das und zwar eindrucksvoll. Das sind direkte Freischüsse, das sind wirklich Tempoläufe, das sind wirklich kaltschneuzige Effizienz im Abschluss und sonst beschäftige ich mich nicht großartig mit Analyse des Gegners und den ihren Problemen und warum und weshalb. Das ist nicht mein Thema, aber das, was ich gesagt habe, was ich bis jetzt gesehen habe von Dortmund, ist, dass es richtig, richtig individuell gut besetzte Mannschaft ist. Letzte Frage jetzt von mir. Also Sie haben gesagt, Andor Bolicki, da wird es nicht reichen.
ist dann Sebastian Müller, der jetzt in den letzten Spielen durchaus auf sich aufmerksam machen konnte, so eine naheliegende Option nachzurücken? Ja, viel mehr haben wir nicht. Aber unabhängig davon, ich glaube, dass Basti auch in der Vergangenheit wahnsinnig viel dazu beigetragen hat, dass wir konkurrenzfähig bleiben, dass wir immer wieder gute Lösungen auch nach vorne und Druck auf den Gegner ausüben können. Und der hat es sehr gut gemacht. Das hat mich wahnsinnig gefreut, auch für ihn, dass er jetzt letzte Woche getroffen hat. Jetzt darf er ruhig weitermachen. Das ist so. Jetzt ist vielleicht sein Moment da und der muss sich da jetzt nicht großartig unter Druck setzen und hopp oder top spielen. Ganz im Gegenteil, er kann einfach befangen in die Partie gehen und kann einfach das abrufen, was er am besten kann. Von mir aus auch mal zweites nachlegen, weil das brauchen wir. Dann nochmal eine Frage zu Alexander Winkler. Der kam ja im Winter als Abwehrboss, war auch gesetzt, dann war er angeschlagen, krank, dann war er erstmal raus. Wie haben Sie ihn die Woche erlebt? Ich meine, der kriegt ja auch mit, dass zwei potenzielle Konkurrenten nicht spielen können. Also wie war er für Sie? Wie war der Eindruck? Ja, sehr professionell. Ich kann schon nachvollziehen, dass es keine einfache Situation für ihn ist. Aber ich brauche fitte Leute, brauche Leute, die die Sachen schnellstmöglichst umsetzen können. Der hat lange, lange nicht gespielt, ist ein erfahrener Spieler. Und der braucht noch Zeit, das ist mein Eindruck. Und weiß, was ich an ihm habe. Und einfach weiterarbeiten. Und so wie der jetzt die letzte Woche das gemacht hat, das ist schon sehr, sehr gut gewesen. Der hat eine Präsenz auf dem Platz und es geht schon in die richtige Richtung auch für ihn. Aber weil Sie gesagt haben, er braucht noch Zeit, ist also kein Kandidat für die Startelf gegen Dortmund? Der ist ein Kandidat für die Startelf, aber ich muss sehen, was an Material ich habe, was bis jetzt auf dem Platz gestanden ist. Und das sind Positionen, die ich nicht unbedingt wechseln möchte. Ich möchte da eine Kontinuität haben und das letzte Spiel war das erste Spiel, dass wir mit der gleichen Elf begonnen haben. Dementsprechend glaube ich, ist es auch ausgefallen. Wir haben das richtig gut gemacht. Ich bin kein Freund von ständigem Wechsel und Experimente, wenn ich es nicht machen muss. Und dass das jetzt irgendwo auf Vertrauen geführt wird, ist auch klar. Aber für mich zählt einfach nur das Ganze und dann nehme ich auch keine Rücksicht auf irgendeine Vergangenheit und Historie einzelner Spieler. Noch eine Frage zum Gegner. Die haben ja mitbekommen, dass sie Personalprobleme haben. Sie haben gerade angesprochen, diese individuelle Qualität und auch diese Tempovorstöße. Worauf muss sich Ihr Team da quasi gefasst machen? Also anders gefragt, womit rechnen Sie? Wo hat Dortmund vielleicht so eine Schwachstelle bei Ihnen dann in der Abwehr ausgeguckt? Und dann versuchen Sie es eben da zum Erfolg zu kommen. Ja, falls Sie es bis jetzt nicht gewusst haben, jetzt wissen Sie es, wo wir Probleme haben. Sie haben jetzt sehr vieles davon erzählt, aber das ist einfach legitim. Auch wir haben die Möglichkeiten, Analysen zu machen und sich den Gegner auszumachen, wie und was. Und unsere Themen sind uns klar und da möchte ich jetzt nicht darauf groß eingehen, wie der Kollege spielen soll oder nicht. Aber wir glaube ich, haben auch Möglichkeiten, am Mittel jedem Gegner weh zu tun und so werden wir es auch vorbereiten. Eine Nachfrage zu Poliki, da hieß es ja, dass er eventuell doch schneller wieder zurückkommt. Was ist jetzt genau für eine Diagnose bei ihm? Es ist auf jeden Fall eine Muskelverletzung. Jetzt, wie schlimm das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Der war ja bei der Kernspintomographie und es wurde jetzt nicht so viel Flüssigkeit gesehen. Wir haben natürlich da sehr kompetente Leute und das ist, glaube ich, eher eine Frage für die Ärzte. Kurze Nachfrage nochmal zur Ausgangsposition. Es sind ja zuletzt 4 Unentschieden gewesen, 4 Remis. Können Sie ein oder zwei Details nennen, wie die Mannschaft aus dieser Schiene da rauskommt? Also, dass man vielleicht dann doch wieder in Dreier irgendwo die Chance hat, den zu holen. Ja, ganz einfach. Ein vorne mehr schießen, dann hinten weniger reinlassen und ruckzuck hast du 3 Punkte. Aber nee, Spaß beiseite. Das ist ein Prozess, das ist weiter in der Gestaltung über 90 Minuten. Das ist ja irgendwo, wir brauchen auch das Quäntchen Glück. Nur, wir befinden uns auch in einer Situation, in einer Lage, wo man muss mehr Schritte machen, man muss bereit sein, mehr zu investieren und dann wird sich das auch auszahlen, davon bin ich überzeugt. Aber wir sind
glaube ich, auf einem guten Weg. Ich versuche jetzt überhaupt nicht schön zu reden, sondern einfach das zu analysieren, was ich sehe. Und die Problematiken, die entstehen Woche für Woche, sind nicht schön, aber bis jetzt haben wir alles eigentlich ganz gut weggesteckt. Sehr viele Verletzungen, sehr viele gesperrte Spieler, kranke Spieler. Und ich zähle weiterhin darauf, dass wir das im Kollektiv ganz gut meistern können. Gut, dann alle Fragen beantwortet. Bedanke mich. Drückt uns die Daumen für Dortmund, wenn ihr dürft. Und wir sehen uns nächste Woche.